Das Bürgerhaus in Hatzfeld ist in die Jahre gekommen und soll ertüchtigt werden. Vom Zustand überzeugten sich Landrat Jürgen van der Horst sowie Mitglieder des Magistrats und der Verwaltung des Landkreises selbst im Bürgerhaus. Bürgermeister Dirk Juncker führte die Besucher herum. 1,25 Millionen Euro Zuschuss gibt es für das 2,6 Millionen teure Projekt Bürgerhaus Hatzfeld. Haben den Vorteil, dass wir auch den Hintergrund finden für das eine oder andere bildliche Motiv. Ja, ein besonderer Moment für Hatzfeld. Der Bürgermeister hat eben sehr anschaulich beschrieben, wie das denn so läuft, dass man sich dann in der Ortsgemeinschaft auf den Weg macht. Dann muss man sich mit Nutzungsszenarien beschäftigen, mit Ideen, wie man die Projekte in der Stadt voranbringt. Da muss ein Masterplan gestrickt werden, das muss man dann runterbrechen, auf so wichtige Einzelprojekte wie jetzt hier ein Dorfgemeinschaftshaus zu entwickeln. Man braucht eine gut organisierte Verwaltung, man braucht einen guten Architekten, man braucht vor allem eine gute, bestimmte und motivierte und intakte Ortsgemeinschaft, die das alles so mitträgt, sich in vielen Runden trifft und das alles ausbaldowert. Und da muss man auch mal schnell handeln, da muss das behördentechnisch abgestimmt sein, damit man schnell zum Zuge kommen kann, weil es auch da natürlich einen Wettbewerb gibt der guten Projekte. Einen Punkt hat er aber ein bisschen vernachlässigt. Ich denke, damit hat er vielleicht ein bisschen kokettiert. Die Frage, ob man bei den Verfahren erfolgreich ist, hat eben nicht nur was mit Tempo zu tun. Es geht auch um Qualität. Das ist die Qualität des Konzeptes. Also die frühere Annahme, die es immer mal so galt, Dorfverneuerung, damit kann man auch mal gerade eben in die Jahre kommende Infrastruktur sanieren. Das ist bei weitem nicht mehr so. Entscheidend ist, dass sich die Menschen vor Ort Gedanken machen, wie man eine Nutzung zukunftsfähig organisiert, multifunktional am besten gedacht, viele Handlungsstränge zusammenführt, damit auch wieder ein Impuls ausgeht von der Nutzung, also nicht nur das Gebäude hergestellt wird und saniert wird, sondern insbesondere geht es um das Thema einer klugen Nutzung. Das hat überzeugt, sonst wäre das eben auch in diesem Jahr nicht so erfolgreich gewesen. Ich darf für den Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung sehr gerne bestätigen, dass es ein kluges Konzept war und ist. Wir das gerne begleitet haben. Und es freut mich, dass es auch gelungen ist, nachher das eine oder andere, was wir eben gerade uns haben anschauen können, gerade ziehen konnten in dem Verfahren. Ich habe nervöse Reaktionen in der Kreisbauaufsicht wahrgenommen, aber man hat es dann noch gelöst. Dafür spricht eben auch, dass dann die eine Hand in die andere greifen muss, um solche Projekte auch zu realisieren. Das größte Kompliment muss man aber der Stadt Hatzfeld und der Ortsgemeinschaft selbst machen. Ich will es nochmal deutlich betonen, das ist ja auch mühsam. Man muss sich treffen, muss sich Gedanken machen, dann trägt man die Bedarfe und die Wünsche zusammen, dann muss man sich zusammenraufen, daraus mal einen gemeinsamen Plan machen, was geht nicht. Da muss man vielleicht auch mal eine Enttäuschung aushalten und sich auf einen Weg nachher verständigen, der dann auch zum Ziel führen kann. Und nebenbei müssen wir dann nochmal Brandschutzfragen klären, Preissteigerungen im Markt realisieren, Finanzierungsfragen klären. Das ist alles nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig. Deshalb heute umso mehr ein besonderer Moment. Das freut mich in besonderer Weise, dass ich das für die Kreisverwaltung, die ja dann in gewisser Maßen jetzt auch nur Bote ist, weil eigentlich kommen die Mittel aus anderen Töpfen, aber wir haben es natürlich jetzt schön in einen Förderbescheid gegossen. Das trägt den Landkreis Wallig-Frankenberg im Kopfbogen. Wir fördern die Maßnahme aus den entsprechende Mittel der Dorferneuerung in Höhe von 1,125 Millionen Euro. Das wird deutlich helfen, das Projekt zu realisieren. Zur Wahrheit gehört im Umkehrschluss natürlich aber auch, dass man solche Projekte ohne Fördermittel auch nicht klugerweise wird stemmen können. Das wissen die Bürgermeister und umso wichtiger ist es, sich in der Welt der Förderkulissen gut und klug zu bewegen und innovative Projekte anzustoßen. Und am besten dann die fünf Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und die dann auch wieder so klug aufzufangen, dass es keiner merkt. Das ist mit der guten Verwaltung gelungen. Kompliment mal an dieser Stelle. Das darf ich mir erlauben, auch mal zu formulieren. Mit dem Bürgermeister an der Spitze ist es gelungen, tatsächlich ein solches Projekt zu realisieren. Kompliment an dieser Stelle. Deshalb freut es mich sehr, dass wir den Bildungsbescheid heute überreichen dürfen. Verbunden natürlich mit den besten Wünschen für das große Abenteuer Bauen in dieser Zeit.
Auch das gehört zu Weiten ein bisschen mit dazu. Gefühlt passt es. Der Berg scheint überschritten zu sein. Wir merken, dass die ganz dramatischen Verwerfungen im Marktgeschehen sich etwas wieder normalisieren, möglicherweise. Da muss man mit Augenmaß auch entsprechend arbeiten. Wie immer ist es trotzdem so, dass ein zeitlicher Handlungsrahmen einzuhalten sein wird. Die Fördermittel müssen abgerufen werden, dann muss das Bauprogramm auch realisiert werden. Also ein bisschen Arbeit ist noch. Unterstützen Sie da Ihren Bürgermeister und das Architekturbüro und die Verwaltung dabei. Ich bin mir sehr sicher, das gilt immer bei Sanierungsvorhaben, wenn man einmal anfängt und wir haben ja eben schon ein paar Schätzchen entdeckt, dann wird man auch auf das eine oder andere noch möglicherweise stoßen, was es dann zu lösen gilt. Aber da sind wir ja, glaube ich, in guten Händen. Ja, nochmals einen herzlichen Glückwunsch für die Stadt Hatzfeld, für dieses tolle Projekt. Wir freuen uns sehr, dass jetzt damit gewissermaßen das Paket geschnürt ist, die Finanzierung steht, die Baugenehmigung ist erteilt und dann kann es auch entsprechend losgehen mit Ausschreibung, alles, was dazugehört. Und ja, ich hoffe, dass wir dann in vermutlich Ende 2024, dann wird es vermutlich soweit sein, ein tolles Einweihungsfest sehen mit hoffentlich einer sehr aktiven Ortsgemeinschaft, die dann das Gebäude wieder in Beschlag nehmen wird und dann auch wieder in die Mitte der Stadt zurückholen wird. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und jetzt gibt es diesen kleinen, zarten Förderbescheid mit sehr vielen Anlagen, Auflagen, Nebenbestimmungen. Das ist Alltagsgeschäft. Eine kleine Zahl verpackt in viele, viele Seiten Verwaltung und Bürokratie, die aber auch sein müssen, damit es nachher auch dann fehlerfrei gelingt. Lieber Dirk, herzlichen Glückwunsch. Danke dir, Jürgen. Das Beste daraus. Ja. So, bitte schön. Ja, vielen Dank, endlich geschafft. Ich habe eben schon mal gesagt, ohne die Kreisverwaltung, das Engagement und die Flexibilität würden wir heute hier nicht stehen. Das wäre unmöglich zu schaffen gewesen. Dafür auch nochmal an alle Beteiligten meinen herzlichsten Dank. Eben schon gesagt worden, ich will es nicht groß wiederholen, es war natürlich im Rahmen der Zeit kein Selbstläufer. Wie gesagt, es wurde viel getan und es ist natürlich auch noch viel zu tun. Wir stehen hier nochmal einem neuen Etappenschritt, am neuen Meilenstein, gesagt, den wir gemeinsam beschreiten müssen. Es geht auch nur gemeinsam. Gesagt, war alleine von oben aufdoktriniert, dann gesagt, hat noch nie ein Projekt geklappt, sondern es muss den Rückhalt in der Bevölkerung haben. Es muss das Vertrauen der Bevölkerung haben, aber es muss auch deutlich gesagt werden, das Dorfentwicklungsprogramm als solches, angesagt, ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Zukunftsentwicklung der Stadt. Es geht nicht nur um öffentliche Förderung, die wir ja gemeinsam auch mit den Bürgern entwickelt haben. Viele Projekte, die noch mit drinstehen. Es geht auch um die private Förderung. Und wir haben ja ein riesen privates Projekt hier in Rettichhausen, das Edertal-Zentrum, auch entsprechend kurzer Zeit, Herr Dr. Römer weiß das, umsetzen können. Manches geht auch in 2 Monaten. Da war aber das, er gesagt, das Ministerium auch wohlwollend, haben gesagt, mit unterwegs gewesen. Wir haben die Festhalle in Rettichhausen, haben gesagt, auch als großes Projekt mit Maximalförderung. Und jetzt stehen wir hier auf der gleichen Stufe, haben gesagt, alles innerhalb von 2,5 Jahren. So muss man das sagen. Und es ist halt für die Zukunftsentwicklung wirklich wichtig, wenn das funktioniert. Haben gesagt, weil Stagnation bedeutet Stillstand, das muss man sagen. Und gerade im ländlichen Raum muss man sich weiterentwickeln. Das ist für uns noch viel wichtiger, weil wir weniger Ausgleichsmöglichkeiten haben als eine Großstadt. Da gibt es Parallel-Alternativlösungen. Die haben wir hier im ländlichen Raum weniger. Und wenn die Stadt sich zukunftsfähig aufstellen will, auch für zukünftige Generationen, gehört dieses Bürgerhausprojekt getragen durch die Bevölkerung einfach mit dazu. Genauso wie die anderen Projekte auch. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Die Dinge, die wir auch anpassen müssen in dieser schwierigen Rahmenlage, das hätte vor einem Jahr keiner gedacht. Wir haben gesagt, dass wir jetzt uns mit einem Ukraine-Krieg, mit seinen wirtschaftlichen Folgen, auch in der Bauwirtschaft, haben gesagt, auseinandersetzen müssen. Das gehört als zusätzliche Herausforderung mit dazu, der wir uns stellen müssen, die wir auch bewältigen werden. Und so bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir das Projekt letztendlich dann nächstes Jahr dann mit den Gremien der Stadt gemeinsam auf den Weg bringen. Hier erstmal alle beteiligt. Nochmal herzlichen Dank auch an dich, Jürgen. Nochmal tolle Arbeit auch im Kreishaus. Gib das auch mal bitte von oben nach unten weiter. Ich habe es auf der gleichen Ebene mit weitergegeben. Ganz klar. Und gesagt, aber es war wirklich unwahrscheinlich wichtig. Gesagt. Und das stützt auch nochmal, ist gesagt worden, die vielen, vielen Anlagen, die dazugehören.
könnte man auf einer Seite durchaus machen, das geht aber in Deutschland nicht. Nee. So ist das, haben gesagt, das Kleingedruckte dahinter, was alles einzuhalten ist bei solchen Anträgen, gehört hier mit dazu. Aber, haben gesagt, das macht auch das Besondere dabei aus, haben gesagt, dass auch gerade das Kreisbeamt sich hier trotz, ich sag mal, wiederholt aufstellenden Nackenhaaren, so muss man das wirklich sagen, doch noch so gezeigt hat, dass wir alles rechtzeitig hinbekommen haben. Da auch nochmal herzlichen Dank von Paulus und alle gerne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dabei waren. Ja, damit vielen Dank nochmal an alle.